Hallo und willkommen zurück zu Project Zero 5, wo wir hier mit Ren und Rui im verschleierten Haus sind und es so langsam beginnt zu verschleiern. Das Problem ist, wir können nicht raus, weil wir dafür so einen dämlichen Schlüssel brauchen und den dürfen wir jetzt suchen. Gesucht ist, sind zwei Fotos, die direkt nebeneinander stehen. Ich nehme mal an, das sind irgendwie Frau und Bräutigam oder so. Hey, ich glaube, da oben ist es sogar schon, oder? Ist es das? Und ja, wenn wir das haben, dann haben wir auch den Schlüssel. Was ist denn das? Ah, da liegt noch was. Sieht nach reinigender Glut aus. Können wir brauchen. Danke. Und das hier sieht mir schwer danach aus, als könnte es das sein. Yep. Das muss es sein. So, zack. Bloß nicht einen der größeren Filme verballern. Etwas ist aus dem Rahmen gefallen. Du hast einen rostigen Schlüssel erhalten. Yay. Ja, ich weiß, dass dafür die Tür ist. Für was soll es denn sonst sein? Ah, na toll. Was ist das? Lass mich in Ruhe. Piu. Und piu. Und Filmwechsel. Boah, das zieht ihm aber nicht viel. Ich glaube, da packen wir direkt mal den 61er aus. Wir gucken mal, was da so macht. Was ist das für eine Gestalt? Irgendwas stimmt mit dem überhaupt nicht. Zack. Und jetzt hier. Boom, boom, boom. Und noch ein gratis. Langsam finde ich die Fähigkeit echt geil. Gerade eben war dann noch ein fünfter. Fünftes Ziel. Ja. Okay, es war jetzt nicht so schwer, denn seine Angriffe zu kontern war ziemlich einfach. Kazuya hat etwas zurückgelassen, als er verschwand. Das war Kazuya? Wow. Notiz Nummer 3. Diese Notizen sind zerknüllt und stark beschädigt. Es steht etwas auf ihnen geschrieben. Es war von dem Moment an nicht vorbei, als ich das Foto gesehen hatte. Ich bin erledigt. Sobald ich meinen Blick auf dieses einsame Gesicht richtete, band ich mich an sie. Ich weiß, dass ich jetzt keine andere Wahl mehr habe, sonst steht mir der Tod bevor. Ich wurde als ihr Bräutigam auserwählt. Ich muss jetzt gehen. Sie hat schon so lange gewartet. Sie wartet da vorne, aber nicht auf mich. Sie wartet auf jemand anderen. Kazuya. Das war das, wo das Ende. Der ist in diese Kiste gestopft worden, so wie das aussieht. Deswegen war da auch in so einem seltsamen Zustand. Tja, ich glaube, das Einzige, was wir jetzt noch für ihn tun können, ist hier abhauen und weiterleben, um die Geschichte weiter zu erzählen. Und seine Gedanken weiterzuleben oder so irgendwas. Dann werden wir das auch sofort tun. So, ruf mit der Tür. Ich bin gespannt, ob mir jetzt noch irgendwas in die Quere kommt. So, lass mich raten. Das Haus verschwindet jetzt wieder. Wahrscheinlich, aber wir kriegen es nicht zu sehen. Und vielleicht kommt jetzt eine Szene, wo man sieht. Nein, wir skippen das ganz einfach. Okay. Gibt's irgendwas, was du uns erzählen willst? Ich glaube, sie will irgendwas von dir, Ren. Ich meine, die waren in so einer Kiste eingesperrt. Mit Wasser. Also wirklich, du solltest die einfach jetzt da so... Amorui. Ren fand Rui in einem Reliquiar im verschleierten Haus, wurde jedoch selbst mit hineingezogen. Er wachte in einem ihm unbekannten Haus. Eine alte Dame in Weiß führte Ren in einen Raum, in dem Rui, verkleidet als Braut, auf ihn wartete. Es schien der Raum zu sein, in dem Hochzeiten zwischen den Lebenden und den Toten abgehalten wurden.
Rui verwandelte sich plötzlich in eine furchterregende Braut in Schwarz. Dann waren sie plötzlich wieder im Haus des Volkskundlers. Dort trafen sie auf Rens Freund Kazuya, dessen Hochzeit mit einem Geist schreckliche Folgen gehabt hatte. Das verschleierte Haus verschwand daraufhin zusammen mit Kazuya im Nebel. Und mal wieder... Oh, S+. Nice. Das ist ja super. Und wieder einmal habe ich die Folge kurz vor Schluss beendet. Aber ja, ansonsten wäre das wieder ein Stück zu lang gewesen und so. Ist halt so, machen wir einfach weiter. Wie das jetzt verteilt ist, Hauptsache, es ist alles drauf, ne? Es ist alles auf Band. Ja, und da wir jetzt wohl so viel Film gefunden haben, haben wir so eine hohe Punktzahl. Also, es macht wirklich Sinn, so wenig wie möglich zu verwenden, natürlich. Aber auch so viel zu finden, wie man kann und möglichst alles mitzunehmen. Es sei denn natürlich, man kann nichts mehr davon tragen, weil mehr Punkte kann man ja dann sowieso nicht bekommen. S+. Ja, irgendwie wird das mit den Noten immer besser, desto weiter wir spielen. Und das, obwohl die Kämpfe eigentlich eher schwerer als einfacher werden. Naja, ich nehme es natürlich gerne an. So, weiter geht es mit Mio und wir suchen nach ihrer Mom. Miko Hinasaki, im 11. Tropfen. Und natürlich werden wir ohne Umschweife auch direkt damit loslegen. Mios Mutter Miko ist auf dem Hikami-Berg. Mit dieser Überzeugung nimmt Mio sich die Kamera Obscura in Yuris Zimmer, während dieser fest schläft. Oh nein, wie gemein. Was für ein böses Mädchen. So. Kaufen werden wir uns wie immer mal rein gar nichts. Los geht's. Aus dem Schatten. Klingt bedrohlich. Nachdem sie Yuri vom See der Verstorbenen zurückbringt, bleibt Mio vorerst im Antiquitätenladen. Mit der Überzeugung, dass sich ihre Mutter Miko Hinasaki irgendwo auf dem Hikami-Berg befindet, rechnet Mio damit, dass sie Miko nur finden kann, wenn sie ihrem Schatten folgt. Dazu braucht sie jedoch Yuris Kamera Obscura. Also greifen wir uns die einfach und laufen weg. Klingt nach einem super Plan. Ich habe Mutters Spur auf dem Friedhof verschwinden sehen. Vielleicht finde ich irgendwelche Hinweise, wenn ich mit der Kamera Obscura suche. Ich frage mich, ob sie mir wieder ausleihen kann. Ausleihen in Anführungsstrichen meinst du? Wo sind wir denn hier? Können wir hier noch irgendwas machen? Ein hübscher Kimono hängt auf dem Kleiderständer. Yay. Vielleicht ist hier diesmal sogar mal was drin. Nee. Wieso haben die Schubladen nie was für mich? Das ist doch gemein. Jetzt wo wir Rennen gespielt haben, merkt man sofort, wie viel kleiner Mio eigentlich ist. Es fällt voll auf. Und die Kamera sollte in Yuris Zimmer sein. Ja. Aber hier kommt man doch noch wahrscheinlich einfach nur runter gucken, ne? Ja. Okay. Ich hoffe mal, sind nicht wieder Geister unterwegs. Momentan haben wir nämlich keine Kamera. So, ist das hier ihr Zimmer? Juhu. Nee, ist das Gästezimmer. Aber vielleicht finden wir hier noch irgendwas Nützliches. Ah ja, der Anklagespiegel. Den kennen wir ja schon. Und das Radio, was nicht aufhören kann, die Klappe zu halten. Das ist hier nicht Silent Hill, ja? Wieder nichts. Aber da ist so ein Pfeil, also muss da ja irgendwas sein. Hallo. Hisokas Tagebuch 3. Kleines Notizbuch liegt auf dem Schreibtisch. Es sieht aus wie Frau Kurosawas Tagebuch. Ich habe nie herausfinden können, warum Akari verschwand. Dieses Geheimnis nahm sie wohl mit ins Grab. Auch wenn es die meisten Leute nicht kümmerte, so war es ihr selbst wohl wichtig. Vielleicht können Menschen einander wirklich nicht verstehen. Ich schaffe es, Yuri zu retten, doch weiß ich nicht, warum sie verschwand. Ich kann nichts wahrnehmen, wenn ich sie berühre. Vielleicht gab es überhaupt keinen Grund. Das macht mir große Sorgen, wie ein Blick in die Dunkelheit. Yuri wird diesen Ort irgendwann verlassen. Es ist schon in Ordnung, wenn ich nicht weiß, warum. Es macht mir auch nichts aus, dass wir einander nicht wirklich verstehen. Solange sie in meinen Armen ist, wird Yuri hier bei mir sein. Yuri, das Problemkind. Ein Bett wurde hinter dem Tisch verstaut.
Oh, das ist eine von den Kameras. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich daran jetzt, wo ich weiß, dass hier Kameras im Haus versteckt sind. Dann fällt mir das auch eher auf, ne? Ja, da ist auch eine. Ich glaube, Juris Zimmer war unten. Oder? Aber egal, ich laufe trotzdem einfach mal hier so blind durch die Gegend. Oder? Nee, das hier war's. Hier ist es gewesen. Hallo Juri. Ich bin hier, um deine Kamera zu klauen. Bestätigen. Sie scheint einen schlechten Traum zu haben. Wann hat sie das mal nicht? Ich darf doch. Mit der Kamera Obscura finde ich meine Mutter bestimmt. Tja, wir wenn nicht. Yay, unter der Kamera liegen Notizen und ein Foto. Eine Akte vom Verschwinden meiner Mutter? Warum hat Yuri das bloß? Subjekt Miko Hinasaki. Kunde Sachi Iyama. Eine Freundin. Persönliches Foto. Sie verschwand während der Suche nach ihrem vermissten Bruder, aber wurde kurz darauf wiedergefunden. Sie hat ein Kind, der Vater ist unbekannt. 3 Jahre später ist sie wieder verschwunden. Das mit dem Bruder sind die Ereignisse aus dem ersten Teil, für die, die es nicht wissen. Anmerkung, Fotografin, Kunde ist der Vormund ihrer Tochter. Suche abgebrochen. Es wurde mehrmals versucht, Schatten wahrzunehmen, doch waren die Spuren zu schwach. Ich vermute, das Subjekt ist noch am Leben, jedoch wird ein stärkeres Relikt benötigt. Es kann durchaus sein, dass das Subjekt nicht gefunden werden will. Ein Foto von ihr. Wenn ich die Kamera benutze, um ihrer Spur zu folgen, ich schaffe es. Ich werde sie finden. Okay. My family had one too. But all that's left of it now is the case. Ah, okay. Juris Notizbuch 2. Is that why my mother was spirited away? Because she used a camera obscura? Hm. Also es ist auf jeden Fall bestätigt, dass um Leuten mit Kamera Obscuras seltsame Dinge geschehen. Ob das wegen der Kamera ist oder ob einfach die Veranlagung dafür bei denen ist, die eine Kamera besitzen wollen. Das sei mal dahingestellt. Notizbuch wurde auf dem Schreibtisch zurückgelassen. Es sieht wie Juris Tagebuch aus. Wann habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich Dinge sehen kann, die andere Leute nicht wahrnehmen können? Wie lange schon kann ich die Stimmen der Toten hören? Sie erzählen mir Dinge. Sie flüstern mir immer und immer wieder die gleichen Sachen zu. Ich muss meine Ohren zuhalten, damit ich sie nicht versehentlich zuhöre. Wenn ich ihnen zuhöre, dann besteht nämlich kein Zweifel. Und wenn kein Zweifel besteht, dann werde ich es auch akzeptieren. So unendlich viele Stimmen. Und sie reden alle mit mir. Das Ganze ergibt einfach keinen Sinn. Wenn ich sie doch nur davon abhalten könnte, mir ständig ins Ohr zu flüstern. Ich kann mir gut vorstellen, dass das einem mega auf den Sack geht. Und zwar mehr als nur auf den Sack. Unheimlich auf den Sack. So. Da wir jetzt die Kamera haben, denke ich mal, müssen wir nur noch aus dem Haus rauslatschen. Einfach so zur Vordertür raus. Hallo? Was willst du denn hier? Priesterin im Verborgenen. Und wieder einen guten Typ verschossen. Egal. Moment, wo war das verborgen? Die muss doch direkt hier gestanden haben. Naja. Ich glaube, ich mache noch einen kurzen Abstecher hier rein. Vielleicht ist ja noch irgendwas. Sollte hier alles mitnehmen. Noch kann mir hoffentlich nichts passieren. Hier scheint nichts zu sein, was man mitnehmen kann. Der Fernseher ist auch nicht von Interesse. Ich glaube, hier geht's nach oben, oder? Ja, oben waren wir ja schon. Und da waren wir auch so ziemlich überall. Vielleicht sollte ich noch in diese kleine Kammer da links rein. Was war da noch? Es war auch ein Raum von irgendwem oder so. So, das hier. Aus so einem Gästezimmer oder sowas. Eine Uhr steht auf einer alten Kommode. Das Ziffernblatt ist alt und verblasst, aber die Uhr scheint noch zu ticken. Hier ist aber auch nichts, so wie es aussieht. Ein Bett steht in der Mitte der Abstellkammer. Es hat sich kein Staub gebildet. Sie muss wohl regelmäßig geputzt werden. Ah. Hisoka scheint Wert auf Sauberkeit zu legen.
und auf Gastfreundschaft. Er hat mich richtig gezählt. Die hat 4 Betten im ganzen Haus, obwohl sie ursprünglich alleine gelebt hat. Die ist echt für alles vorbereitet. So. Na dann. Itekimas. Jetzt, wo ich die Kamera Obscura und das Foto meiner Mutter habe, kann ich ihrer Spur folgen. Diesmal werde ich sie finden. Ich will nichts sagen, aber hat nicht jemand schon mal genau das gleiche versucht und gesagt, die Spur wäre zu schwach und man bräuchte ein stärkeres Relikt? Aber naja. Töchter, die nach ihrer Mutter suchen, die kann man so leicht nicht aufhalten. Und gerade weil sie die Tochter einer... Hallo? Schatten auf der Treppe. Wo war ich stehen geblieben? Gerade weil sie die Tochter einer... Frau ist, die sehr starke übernatürliche Kräfte besitzt, kann ich mir gut vorstellen, dass Mio es tatsächlich schafft, ihre Mutter zu finden, weil sie diese Kraft übernommen hat. So. Der Schatten ist natürlich weg und da liegt auch nichts oder so. Aber da vorne liegt was. Und ich sollte vielleicht wieder in diesen Raum da rechts gucken, da war bisher immer irgendwas drin. Und meistens war das auch recht nützlich. Das sieht mir nach Kräutermedizin aus. Die lassen wir natürlich nicht da stehen. Danke. Und hier an einem Schalter haben wir natürlich auch wieder was. Wieder ein Film. 14er. Bisher war es, glaube ich, immer 14er. So, dann latschen wir nochmal darüber. So. Oh Gott, ist die knarzig. Oh, und dann fällt die auch noch so laut zu. Meine Fresse, ey. Hallo, hier wollen ein paar Geister schlafen, ja? Und ich will die bestimmt nicht aufwecken. Oh, wie viel habe ich denn davon? 79, mehr geht nicht. Na gut. So, noch mehr Medizin. Davon kann ich hoffentlich noch was mitnehmen. Ja. Und hier haben wir noch eine reinigende Glut. Und das ist immer gut, wenn man davon zu viel hat. Außerdem tut das ja auch unserem Rang gut. Sofern ich weiß, ist es übrigens egal, wie schnell man das Kapitel durchspielt. Der Rang hängt komplett von den Punkten ab. Und man kriegt auch keine Bonuspunkte, wenn man schnell ist oder so. Ah, und es regnet natürlich, damit wir extra viele Geister begegnen haben. Okay, da haben wir wenigstens einen Grund, hier durch die Gegend zu rennen, wie so ein Irrer. Oh, und da ist schon auch schon der Erste. Hallo. Der hätte mir fast umgerannt, den Typen hier. Na, machst du jetzt was, oder wie sieht das aus? Zack. Badaboom. So, da packen wir doch direkt mal hier so eine Linse aus. Obwohl, nee, die bewahre ich lieber auf. Weil das ist nur so ein Standardgeist, den können wir locker so wegballern. Wir müssen mir keine Geisterenergie opfern oder so. Dann spare ich mir lieber für die richtig harten Brocken auf. Und der gehörte garantiert nicht dazu. Ja, machst du jetzt was oder wie sieht das aus? Ich habe keine Lust, die ganze Zeit nur vor dir rumzustehen. Aha, jetzt. Zack. Und das muss gewesen sein. Di-di-di-di-di. Gucci, 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 Gucci. Danke. Und weiter. Hüp, hüp. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zum Schrein der Vergänglichkeit. Yay. Ich bin ja mal ziemlich sicher, dass wir dahin müssen. Bisher gab es ja noch keine andere Verzweigung, aber die kommen ja jetzt auch erst. So, hep, 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 hep. Mal grad prüfen. Ja. Aha, wer ist denn da auf Abwägen? Hallo Miku! Lang nicht gesehen, schon wieder einen falschen Typ benutzt. Ich lern's nicht mehr.
So, warum ist sie denn jetzt hier lang gegangen? Ich habe eigentlich erwartet, dass die im Schrein ist. Ach nein, nicht der schon wieder. Sieht aus, als ist da noch jemand. Hinter uns? Hallo? Darf ich mal? Vielleicht sollte ich einfach laufen. Da! Ich meine, die spawnen ja hinterher, aber egal, wenn ich hier durchgehe, dann sind die wahrscheinlich weg, oder? Solange ich so nass bin, ist das sowieso eher Filmverschwendung, denn die kommen jetzt wahrscheinlich an jeder zweiten Ecke. Da ist es doch ganz gut, wenn wir mal eine dieser Begegnungen überspringen können. Ah, sind die etwa immer noch da? Oder ist das jetzt woanders? Wow! Wow, 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 wow! Da hast du dich mit dem Falschen angelegt, Kumpel. Wenn ich eins bin, dann schnell mit dem Abzug. Treffen ist so eine Sache, aber... Ja, das musst du jetzt natürlich bestrafen. Das war ja klar. Ja, ja, die Klappe. In den. Ich finde nicht, dass sie hier irgendwelche Dinge aufstellt. Das ist ein Problem. So, mach mal langsam, Kumpel. Muss mal irgendwie an dir vorbei. So. Nimm den. War's das? Ja, ich glaube, das war's. Also wie es aussieht, darf ich den nicht anfassen. Menno. Weil das jetzt nur einer war, war das wohl, hat er wohl nichts miteinander zu tun. So, und da stehen wir mal wieder im Regen und sehnen uns nach der nächsten Folge Project Zero 5. Das hier ist nämlich das Ende. Und ja, in der nächsten Folge werden wir weiter nach Miku suchen und weiter durch den Regen latschen und noch nass werden und gegen 3000 Geister am Stück kämpfen. Und ja, ich denke mal, das erwartet unsere nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal.